Schaut mal, kurz und bündig Update, eigentlich ein Wuchs-Update zur Ackerkratzdistel. Ihr seht, die muss nicht unbedingt in den Acker wachsen, aber typisch ist eben ja, dieses schmale, fast ledrig sie angreifende Blatt mit der dornigen, wirklich stacheligen Bewehrung. Ich habe die hergezeigt, wie es praktisch noch im Rosettenstadion war im Frühjahr. Da war dann die Wurzel essbar. Jetzt wird die wahrscheinlich schon verhärtet sein, kann man wahrscheinlich lassen. Die Blätter, also die ganze Pflanze ist ungiftig. Also theoretisch kann man die Blätter essen. Man müsste sie einfach mit einer Schere die Stacheln wegschneiden. Oder man haut sie einfach in einen Smoothie-Maker mit einer hohen Umdrehungszahl, dann geht das auch weg. Um das geht es mir jetzt aber eigentlich nur am Rande. Eigentlich Wuchs-Update, schaut mal, so schaut die jetzt aus. Die ist jetzt praktisch schon größer. Ihr seht die dunklen Stängel. Da hier oben auch Exemplare. Und weil es uns immer wieder ums Essen geht, habe ich gesagt, die Blauen kann man essen. Aber schaut mal, diese obersten Zentimeter vom Wuchs, wenn man sich das abschüttet, das ist am Anfang einmal ein bisschen eine stechelige, wenn man Handschuhe hat, tut es nicht so weh, aber man kommt schon hin, man braucht ja praktisch einmal nur die ersten Zentimeter irgendwie abschütteln. Ich habe dann mit dem Messer einfach einmal ein paar Stacheln weggeschabert und dann, so jetzt braucht man wieder eine zweite Hand. Seht ihr das? Weil, schaut mal, da sind jetzt diese Fasern, ja, und ich ziehe da, das lässt sich dann ganz leicht einfach immer weiter runterziehen. Was man dann hat, ist einfach, dass das Stachelige weg ist und auch das Fasrige ist weg. Und ja, also ich bin ja nicht der Kochbegeisterte. Ich esse das einfach roh, ist weich, ist saftig, ist wasserig, ist überhaupt nicht bitter oder sonst irgendwas. Aber Kochbegeisterte, ihr kennt das wahrscheinlich hier so wie grünen Spargel oder so ein bisschen machen oder auch mit Wurzelgemüse mit anbraten. Also auch wenn das Ding sticht, es hat immer was zum Essen für uns. Und in einer Hungersituation, also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, ob jetzt gehe nie wieder einkaufen, weil ich jetzt nur mehr diese Stängel. Das geht nicht. Also ist zwingend Energie drinnen. Aber für einmal Bauch auffüllen und wieder was drinnen haben, ist sehr wohl gut. Okay, also Wuchs-Update, die Ackerkratzdistel, stachelig, muss nicht im Acker stehen. Und auch jetzt gut für uns was zum Naschen, wenn man unterwegs ist.